Thema Schicksal berührt natürlich jeden Lebensbereich und die großen Lebensthemen. Da geht es um Liebe, um Tod, um Engel, um Teufel. Also wir sagen ja schon zu Beginn des Konzerts, dass wir in jedem Fall keine Fragen beantworten, was das Schicksal anbelangt. Letztlich wollen wir Schicksal spielen mit uns, mit dem Publikum. Aber es geht am Ende um die Musik. Und letztlich ist Musik unser Schicksal. Wir sind natürlich älter geworden, insofern auch reifer und tiefsinniger und insofern auch ernster. Aber ich glaube, der Klamauk kommt überhaupt nicht zu kurz. Und ich glaube, wir haben uns in beide Seiten gefächert. Also einmal, dass wir sehr viel lustiger geworden sind, finde ich. Und aber auch uns trauen, längere Zeit auch mal ernsthafte Stücke zu spielen. Astor Piazzolla ist meines Erachtens gelebtes Schicksal und erfahrbare Musik im Zusammenhang mit Schicksal. Er hat nicht ohne Grund gesagt, in meiner Geschichte mischen sich Engel und Teufel. Man muss immer von beiden etwas haben. Und seit wir in San Telmo und im Tangoviertel in Buenos Aires waren und selbst dort vor 20 Jahren Tango getanzt haben, auf der Straße die Leidenschaft, Melancholie, aber auch die Lebensfreude selbst gespürt haben, sind wir einfach Fans von Astor Piazzolla. Und Piazzolla muss in jedem Programm dabei sein. Schon lieber auf den ersten Ton. Also man findet dann zusammen und spielt ein paar Noten und hat seinen ersten gemeinsamen Lachanfall und weiß dann einfach, das passt und das findet man nicht an jeder Ecke. Es war vielleicht ein bisschen Zufall, dass wir uns alle zur gleichen Zeit getroffen haben. Sonja und ich sind ja gleichzeitig dazugekommen und dass das aber so gepasst hat und nach wie vor so fruchtbar ist und so viel Spaß macht, ist vielleicht schon Schicksal. Die Fernsehsendungen, die wir da zum Teil aufs Korn nehmen, kennen wir teilweise. Da ich gar kein Fernsehen gucke, kenne ich gar keine Sendung. Das ist teilweise auch erst kennengelernt sozusagen. Aber zum Teil natürlich auch von Kindheit an gelernte Geschichten wie die Muppet Show oder die Sendung mit der Maus. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Perlen der Volksmusik. Heute live aus Hamburg an der Alster. Bitte begrüßen Sie mit mir die Neuentdeckung der Saison, den Fashion-Vierer aus den Harburger Bergen. Mit wem möchten Sie lieber die Nacht verbringen? Mit A, Ihrer Frau oder B? B! Viele Komponisten haben sich inspirieren lassen von dem Thema Schicksal und auch unser kleines persönliches Schicksal konnte ich sozusagen in Musik fassen, weil ich ja zum Beispiel alles verliere. Denn ich bin ein echter Verlierer,
das muss ich wohl akzeptieren. Nach Jahren der praktischen Übung gewöhnt man sich auch ans Verlieren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Bist nicht der Verlierer. Verlierer! Hier hat sich denn alles gegen mich verschworen. Doch inzwischen bin ich gewappnet. Ich hab die Angst vorm Verlieren verloren. Unser Oskar, der versteckt sich in diesem Programm in einem alten Cellokasten. Oskar liebt ja das Cello. Also dann, nachdem er da rauskommt, möchte er auch unbedingt mit Iris und mir zu dritt Cello spielen. Ich frage mich manchmal nicht auch, ob wir nicht vielleicht doch auch das Schicksal der Zuschauer beeinflussen. Weil wir fangen ja schließlich an mit so einem Hexensabbat und am Ende sagen wir was richtig Kluges, nämlich heute Nacht oder nie.